Die beiden Döspaddel Beavis und Butthead präsentieren die 90er Jahre eigentlich sehr gut und haben ihren ganz eigenen Charme. Auf MTV lief die Serie und erreichte dort schnell Kultstatus. Auch in der Videospielwelt wurden diese Charaktere portiert. Wie schlagen die sich hier? Was taugt Beavis und Butthead für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Torus Games entwickelt und sehr spät 1998 von GT Interactive bei uns veröffentlicht. In den USA erschien es ein Jahr später und Japan ging leer aus. Das Spielprinzip ist sehr, sehr simpel ausgefallen. Ihr steuert im Nebenlevel einen der beiden aus einer quasi isometrischen Ansicht durch verschiedene, weitläufige, labyrinthartige Abschnitte. Eure Aufgabe währenddessen ist einfach, weicht den diversen Gegnern aus, sammelt Gegenstände ein und gelangt zum nächsten Level natürlich. Gegenstände sind dabei verschiedene Sachen und können Waffen wie Spuckbälle sein oder Lebensenergie. Meist sind auch besondere Gegenstände dabei, mit denen ihr den Ausgang freischaltet. Diese lagern in eurem Inventar und mit der Select-Taste könnt ihr zwischen diesen dann wechseln. Ein Sprungbutton gibt es leider nicht. Diese grundsätzliche Struktur wird nur in einem Level unterbrochen, dem Kanalisationslevel. Hier mutiert das Spiel zu einem Jump'n'Run, kann jedoch durch die schwammige Steuerung hier nicht so wirklich überzeugen. Eine nette Idee, um etwas mehr Abwechslung reinzubringen, aber das mutiert eher dann doch zum nervigen Abschnitt. Vielleicht merkt der Entwickler das selbst und daher ist es auch das einzige Level dieser Art. Die allgemeine Levelgestaltung ist mal gut und mal nicht so gut. Durch die Perspektive könnt ihr das Öfteren nicht genau abschätzen, wo ihr durchrennen könnt und wo nicht, da die Hitboxen der Hindernisse manchmal nicht so wirklich logisch sind. Wieso kann ich zum Beispiel bei einem Baum nicht dahinter laufen? Das ist jetzt an sich keine wilde Sache und man gewöhnt sich dran, nervt aber doch. Auch die Gegner sind jetzt nicht sehr spektakulär und teilen sich im Prinzip natürlich in realweltliche Sachen auf. So gibt es die aggressiven Hunde, Passanten oder Rowdies und sogar einige Vögel, warum auch immer. Ihr habt jetzt nicht sehr viel Weitsicht, aber in der Regel könnt ihr den auch relativ gut ausweichen. Das würde ich euch auch empfehlen, da die Waffen nicht gerade allmächtig sind. Das Gameplay ist also sehr simpel und nicht gerade tiefgründig und das ist auch der große Knackpunkt an diesem Spiel. Es ist jetzt allgemein nicht sehr schwer, aber es fehlt einfach die Tiefe allgemein. Das Spiel lebt einfach von dem Charme der beiden Döspaddel, die im Übrigen auch mal sehr gut zwischen den Leveln in den Zwischensequenzen gezeigt. Technisch sieht man dem Spiel das späte Erscheinungsdatum an. Während die Grafik okay ist, aber nicht weltbewegend, war ich vor allem von der Musik mehr als positiv überrascht. Die groovt wirklich sehr gut vor sich hin und stimmt euch ein, dann nochmal 5 Minuten mehr zu spielen. Was taugt Beavis und Butthead für den Gameboy also heute noch? Das Spiel ist okay. Das Gameplay an sich ist für mich jetzt leider zu langweilig und zu seicht, aber es fängt gut den Charme der Vorlage ein. Seid ihr also Fans der Serie, könnt ihr hier mal reinschauen. Wenn ihr ein super Spiel erwartet, welches für sich selbst überzeugen kann, dann werdet ihr allerdings enttäuscht sein. Das war der Test zu Beavis und Butthead für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.